So oder so ähnlich könnte man das sagen. Chill out. Ich gebe es einfach mal jetzt jedem. Komm, scheiß drauf. Vielleicht auch den Tieren. Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Schön. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Wenn du schrittweise verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Eingefettet? Wir haben was Wachsiges. Git, die Sonne. Dafür brauch und. Schauen wir mal weiter. Ich glaube nicht, dass er einen Hut möchte. Bleib mir mit deinem Fett, ich bin nicht im Dienst. Hier ist auch nur er. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich, Trottel, wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Willst du einen Drink? Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Ein Glas dafür immer wegstellt. Schau mal, was ich hier habe. Was auch. Warten. Schau mal, was. Alles hier erinnert mich an Gold. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Ja, stimmt. Kann ich die Klappe wieder zumachen? Mir fehlt irgendwie eine Datasette. Oder irgendwas. Mir fehlt alles gefühlt. Ach, verdammt. Da fehlt ein Klangstab. Der Red Key? Ja, das ist Absicht. Der Computerkern ist Sperrgebiet. Nur Fachkräfte mit dem pölserroten Klangstab haben Zutritt. Aber glaub mir, da willst du sowieso nicht hin. Voll langweilig ist es da. Mit dem Ruhe. Ich den blöden Stab nicht dabei habe, ne? Keine Nägel, keine Zecken, keine Kinderzähnchen. Nein, hierfür brauche ich keine Zange. Da fehlt ein. Dafür braucht und? Falsches. Ich meine, der Plastikball ist rot. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ich speichere mal kurz. Und ob ich dann nochmal in die Funzone will, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Und verlassen. Ja, es funktioniert nicht. Ah, ich sollte vielleicht werfen. Kann auch nicht das Rätsel der Lösung sein. Und ich muss mich einfach nur wirklich anstrengen. Na, wo ist der? Heißt es gäbe eigentlich. Das ist gar nicht Zeit, das ist die Anzahl der Bälle, die ich noch habe, kann es sein? Schöner Schnabeltierring. Bam, 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 bam. Ich hab dir doch was getroffen, scheiß Kind. Das war zu viel.
gesucht. Komm. Komm, das ist aber. Was ist, war's nicht, aber die Stärke war perfekt. Den Winkel versaut. Ach. Na komm. Perfekt. Das sind nur läppische 1000 Punkte, das ist ein Witz eigentlich. Ich klicke, Alter! Nicht, dass es was bringen würde, aber es knallt richtig rein! Ach, 7000, also da kann das Bällebad auch nichts retten, das ist Schwachsinn. Vor allem 9999, ernsthaft? Ich finde, du übertreibst es etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Bei wie vielen Punkten bin ich, ey? Wie viel Punkt? Du. Einfach. Nicht genug. Warum gibst du... Weil ich das schon gemacht hab. Und Reset. Jetzt haben wir nichts mehr. Ich muss nochmal laden, das kann nicht sein. Verdammt, was soll ich machen? Hier ist auch nichts mehr. Ja. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Hm? Denk dran. Noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Nur um sicherzugehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grilldonnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa -12 Stunden gedauert. Ja. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Kronoka. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja. Bis wir heute Abend das Timepod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronoka. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Hm? Großer Gustav! Du hast recht. Tja, das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Es heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast. Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. Ich bin mir mittlerweile Grill doch ganz...
Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreimen. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. Muss ich wieder alles mit allem kombinieren? Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Nö, das wäre ein cooler Hut auf einer Maske. Nanu, Toni hatte recht. Nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Ich muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Nicht doch. Das sagt er wahrscheinlich überall, ja. Nicht. Ach, nicht so lange nicht im Dienst ist, okay? Nanu, ja? Nanu. 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 Keinen. 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 Nicht. Nicht. Irgendwas übersehe ich. Da schwimmt. Was? Da schwimmt tatsächlich bereits ein bisschen Haut obendrauf. Okay. Lecker. Das braucht kein. Das braucht. Das ist auch so. So, jetzt habe ich alles mit einem kombiniert. Nicht funktioniert. Toll. Was sehe ich hier nicht? Die Fun-Sound kann ich mir sowieso sparen. Oder muss ich es noch einmal machen? Dafür brauche ich und einen. Habe ich vielleicht hier irgendwas übersehen? Zufällig. Alles hier erinnert mich. Dabei habe ich sie ja noch mehr Datasettenschlitze. Man füllt. Die Sauna ist. Ab, komme ich irgendwie rein? Die Sauna. Irgendwie? Die. Sieht schlecht aus. Es fühlt sich so sehr nach Sackgasse an, es gefällt mir nicht. Nein, du sollst mit ihm reden. Ich wollte schneller mit ihm reden. Komm schon. Ich muss mit dem Ältestenrat reden. Dann musst du bis nächste Woche warten. Oder 10.000 Spaßpunkte sammeln. Und bis es soweit ist, findest du mich hier. Bei meinen putzigen Freunden, den Streichelzoo-Streifenzobeln. Ich werde langsam sauer. Ich meine, ich krieg's auch schon. Das Ältestenhaus. Ich krieg den Aluhut auf jeden Fall. So. Und dann bringt das nicht mehr was. Das ist schon braun genug. Ein weiteres Pro-Argument, Schokopudding lose in den Taschen zu transportieren. Ja. Und was ist das jetzt? An Bestechung? Das ist schon braun. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Am Ende hat es doch irgendwas mit der Fun-Zone zu tun. Boah, wie nervig. Chill-Out-Zone. Ich habe halt auch keine Idee einfach. Was soll ich mit einer Maske? Ja, pff, Monsterfußpantoffeln. Was soll ich mit einer Zange? Was soll ich mit X-Nau? Ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Ich versteh's nicht. Ich meine, ich kann jetzt ein paar Mal die Fun-Zone probieren, wissen aber alle, was passieren wird. Das ist eigentlich verschwendete Zeit, aber. Na komm. Willkommen! Ich kann in beide Richtungen die Fun-Zone verlassen, okay? Ich meine, Fun-Score eigentlich schon 555. Ich hab nicht mal was gemacht. Was? Ich geb doch Gas, hallo? Verarschen.
Okay. Ich finde, du übertreibst es etwas. Man kann den Pfanden. Wie Punkten bin ich jetzt? Nicht genug. Neuer Versuch. Aber die Reihenfolge ändert ja auch nichts. Aha. Go. Du da. Nee, so komme ich nicht raus. So komme ich raus. Ach, der Schlegel ist jetzt erst wieder sonst wo, ne? So. Ich glaube, ich nehme den nächsten Lift. Wie du willst. Ich glaube aber immer mehr. Das ändert nichts. Verdammt, verdammt, verdammt. Was übersehe ich? Ja, das funktioniert immer noch nicht. Schleusen. Die ist schon wieder weg. Wer keinen Bock mehr hat, das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe keinen Bock auf nochmal Golf. Wir machen einfach Autorennen. Es ist natürlich. Ich verstehe zwar. Vielleicht soll ich diese ganzen Dialoge nicht überspringen, aber irgendwie will ich's. So, einmal mache ich's noch. Und dann ist es mir egal. Na, Moment, halt, kann ich den Fahrstuhl eigentlich selber nehmen? Wahrscheinlich nicht. Da ist noch jemand. Ja, natürlich. Alter, nein, bitte! Tu mir's nicht an! Darfst nicht gehen. Raus. Zack, Funzone. Willkommen! Letzter Versuch, wo nichts bringen wird. Abwarten, was gesagt wird. Also wird es wahrscheinlich eine extra lange Folge, weil. Schließlich. Du? Sag bloß. Es ist natürlich eine Chronicle. Nicht zum ersten Mal für dieses Leben. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife des. Und warum? Wir sind in einer Zeitschleife. Nichts kann daran etwas ändern. Ich verstehe zwar kein Wort, aber es klingt irgendwie ernst. Ja. Ich erkläre es euch in der nächsten Runde. Nächste Runde? Was meinst du mit? Ein bisschen was von Randalls Mann, der hat's ja doch, wenn sich der Takt dauernd wiederholt. Allerdings war es da was anderes. Kann ich. Natürlich habe ich dieses blöde Zeit-Ding. Ich würde nur meinen scheiß Spielstand laden. Aha. Goal? Ja? Ach, hoppla. Ich wundere mich noch, meine Tastatur ist gar nicht an. Ich habe die gerade während dem Maschen ausgemacht beim Autorennen. Halt, bevor ich will noch kurz gucken, ob ich hier hinten wirklich nichts übersehen habe.
Außer den beiden. Und kommt ihr. Und. Das ist doch Quatsch. Also ich lade erstmal neu, dass ich mein ganzes Zeug wenigstens wieder habe. Ich versteh's nicht, verdammt! Ältest Navitat. Ist hier noch irgendwas? Nein. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal... Das ist auch so... Was kann ich mit der Maske anfangen? Kann ich damit irgendwas anfangen? Guck mal! Ich mache gute Fortschritte. Solange sich die Zeit wiederholt, kann man wohl kaum von Fortschritt sprechen, oder? Ja, man kann einiges, wenn der Tag lang ist. Guck mal! Guck mal! Kannst du Goal beim nächsten Mal diesen Aluhut geben? Wie denn? Ich werde ihn dann doch noch gar nicht haben. Deine Ausreden waren auch schon mal lustiger. Verdammt. Guck mal. Ich mach... Guck mal. Ich kombiniere einfach alles mit allem. Ich habe keine Ahnung mehr. Da fehlt ein Klangstab. Da fehlt... Nee. Alles mit alle. Dafür brauche ich. Nur meinen Finger. Dafür. Hm. Also vielleicht doch nicht alles mit allem, dafür. Aber. Doch schon einiges. Er wollte auch nichts haben. Auch nicht. Und da rein komme ich sowieso nicht. Bleib mir. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug aus. Ah, okay. Bleib mir mit. Ich störe. Nicht bei der Arbeit stören. Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Die sind's. Bleib mir mit. Komm schon, warum? Oh, das ist mehr Zeitschleife, als ich vertrage für einen Tag. Terminal. Keiner. Natürlich ist hier keiner. Bilder, Flügel. Dafür brauche ich nur mein... Sag mal, Das war Fiss, du Banause. Das war eine weiße Taste, also war es kein Fiss. White Key. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Ich brauchte eine Taste und die habe ich vom Klavier bekommen. Und ich mache jetzt hier hin. Und ab. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Das ist auch so schon wachsig genug. Ja, vielleicht sollte nicht. Ich doch mal darüber... Den Rot bekommen. Noch Leider kenne ich die Noten nicht. Wie kriegen wir das noch röter? Noch röterer? Das funktioniert ja tatsächlich. Worst Key, okay. Mir aus und dann. Entschuldigung. Wenn das nicht geht, habe ich noch eine Idee. Ey, Git, was für ein wurstiger Sound, um zum Computer kehren.
auch noch hin. Hilfe einer Wärmelampe. Mutig. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tucks Nase am Schlammkuchenfest. Ah, Red Key. Als ob. Aber solange es funktioniert, bitteschön. Ah. Juhu! Ein Gast! Komm rein! Fühl dich wie zu Hause! Nimm dir einen Keks! Der schon wieder. So. Bevor ich jetzt irgendwas versaue, speichern wir erstmal. Heute ist übrigens der zweite. Also ja, gestern kam das Spiel raus. Und heute sind wir schon wieder voll dabei. Alles hier erinnert mich an Go. Ach, was nicht sagt. Weil sie ein Datasettenfach im Kopf hat. Für ihr Gehirnimplantat, du Schmutzroboter. Oh, was liebt Go heute? Oh, was liebt Go heute? Na, na, na. Also ein bisschen. Ja, hat ein bisschen was von Undertale. Flowing. Mehr verrate ich dazu nicht. Klingt ja schön. Computer. Tower. Ich werde wahrscheinlich gleich einfach einen Drink reinschütten. Aber erstmal gucken und drehen und alles. Aha. Kann ich dir helfen? Ich suche die Tabelle. Ja, für sicher. Die Spaß ganz mehr helfen. Kein Problemchen. Wechsel einfach auf Laufwerk G. Da gehst du dann in das Verzeichnis funzone/data/funpoints. Moment, bist du schnell. Was wechsle ich? Das Laufwerk. Tippe einfach G. Da fängt's doch schon mal an. Ich will nicht tippen, ich will wissen. Und zwar, wo die Tabelle ist. Was willst du denn mit der Tabelle? Ich will meine Spaßpunktzahl erhöhen. Unmöglich. G ist ein Systemlaufwerk. Read only. Ja, verdammt. Physikalisch gesichert. Das eine merke dir. Nichts, lieber Ron, ist jemals physikalisch vor einem Rufus sicher. Das klingt gut. Ah, technisches Zeug. Hier auf. Das tut wirklich weh! Bist du nicht darauf programmiert, gute Stimmung zu verbreiten? Aber, herrlich, wie du die Belastungsfähigkeit meiner Empfindungsfunktionen auslotest. Sehr gerne. Hab ich gern gemacht. Na, Festplatte. Das ist ja wunderbar. Was haben wir denn da? Das ist meine Festplatte. Ist das sowas wie dein Gehirn? Wenn du es nennen willst. Warum nicht? Manchmal zähle ich sogar Wenzels Weichmurmel dazu. So. Was? Was tust du denn da? Mir wird mit einem Mal so. Ich sorge dafür, dass du dich an meinen Punktestand erinnerst. Ach nein, die schön. 10.000 Spaßpunkte, um den ältesten Rat einzuberufen. Hui, das klingt witzig. Was sind Spaßpunkte? Was Spaßpunkte sind? Sag mal, ist bei dir jetzt endgültig die Sicherung lose? Ja. Nein, mir ist ganz seltsam. Ich glaube, da stimmt was mit meiner Festplatte nicht. Kannst du mal gucken? Also, ich kann keinen Fehler erkennen. Im Grunde kann ich hier sowieso überhaupt nichts erkennen. Das liegt bestimmt daran, dass du meine Datenbank formatiert hast. Was hab ich? Wusch! Alles weg. Aber hey, nicht so schlimm. Das meiste war eh nur Ballast. Genspot-Steuerung, Sicherheitsprotokolle, Gencodes von ausgestorbenen Tierarten. Kann passieren. Wer's braucht? Ausgestorbene Tierarten? Ja, sicher. Elysium ist immerhin sowas wie eine Arche. Aber keine Sorge. Die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Warte, ich schalte dir den Scanner ein. Piep. Siehst du? Halb so wild. Und was ist mit der Spaßpunkttabelle? Leer. Ratzefatze. Wieso? Na, weil ich doch 10.000 Punkte brauche. Ach ja. Warte kurz. Piep. Sind eingetragen. Das war einfach. Jetzt. Echt? Na klar. Ohne störende Sicherheitsprotokolle gar kein Ding. Ist doch okay für dich, oder? Worauf du einen lassen kannst. Aber gerne. Trink. Wasservorräte werden abgelassen. Party. Woohoo! Oh, okay. Wir können Tiere scannen, das ist schön. Andererseits können wir einen Ältestenrat einberufen.